länger arbeiten, weil es Spaß macht. Ältere Beschäftigte länger in der Organisation zu halten, zu motivieren und gesund bis zum tatsächlichen Ruhestand zu beschäftigen, erfordert eine besondere Betrachtung des relevanten Personalmanagements. Eine Podcast-Reihe mit Professor Dr. Jürgen Deller und Bastian Schöttler, unterstützt durch den Goinger Kreis e.V. und die Leuphana Universität Lüneburg. Wie angekündigt, sprechen wir in diesem Podcast über die Dimension Führung im Unternehmen. Die Dimension Führung des LRWI umfasst die Aufgabe der Führungskräfte der Organisation, die Potenziale von Beschäftigten, insbesondere derjenigen kurz vor bzw. im Ruhestandsalter, zu heben und gleichzeitig zu einer hohen Arbeitsmotivation beizutragen. Was bedeutet das im Detail? Es geht darum, dass Vorgesetzte und Mitarbeiter miteinander sprechen. Und Ziel dieses Gesprächs ist es, zum einen zu identifizieren, welche Möglichkeiten habe ich in Bezug auf die Führung dieser Person, also Mitarbeiter, Potenziale, also was wäre da möglich. Und der Fokus hier liegt, und das liegt am Zielbereich des Later Life Workplace Indexes, oder kurz eben auch LWI, dass ich mir anschaue, besonders, wie ist das mit den erfahrenen Mitarbeitern, die ich habe, wie die dort 20, 30, zum Teil 40 Jahre Berufserfahrung haben. Und Teil dieses Gesprächserfolges wäre nicht nur die Identifikation von Potenzialen, sondern ist es auch durch das Gespräch, indem ich mich interessiere für Menschen, indem ich Wertschätzung in dem Gespräch überbringe, mich vielleicht auch über persönliche Dinge unterhalte, dem Menschen deutlich zu machen, was ist das für ein guter Arbeitsplatz. Und wenn man so mit mir umgeht, so wertschätzend und interessiert, dann bin ich auch motiviert, mich einzusetzen. Im Grunde ist das so ein Ich gebe und du gibst auch. Vielleicht gebe ich auch, damit du gibst. Und die Menschen ja dazu zu bringen, zu realisieren, wo sie sind und das umzusetzen, auch in Arbeit und Organisationserfolg. Und sich vielleicht auch mehr mit dem Unternehmen zu identifizieren. Denn ich erlebe es immer wieder, wenn ich in verschiedene Unternehmen gehe und dort mit Menschen spreche, die in diesem Unternehmen von morgens bis abends arbeiten und immer wieder sagen, wie schlecht sie sich dabei fühlen oder wie schlecht es ihnen geht. Und daraus kann man ja ableiten, dass sie sich mit dem Unternehmen nicht so identifizieren. Aber ich glaube, das, was die beschrieben haben, wenn ich als Unternehmen, also sprich auch als Führungskraft, Menschen dazu bringe, über eine Wertschätzung, dass sie sich mehr mit diesem Unternehmen identifizieren. Sie haben es ganz gut, glaube ich, beschrieben vorhin mit Bosch in dem vorangegangenen Podcast, dass Menschen, selbst die schon lange ausgeschieden sind, immer noch sich freuen, darüber eine Broschüre aus dem Unternehmen zu bekommen, weil sie immer noch Teil dessen sind, für das sie eigentlich stehen, also sich damit identifizieren. Kann man das so vielleicht interpretieren? Ja, ich würde das auch so interpretieren. Für mich wird sehr deutlich, wie zentral die Rolle der Führungskraft ist in diesem Miteinander in der Organisation. Wie Führungskräfte durch das Gespräch mit ihren Mitarbeitern sehr intensive Konsequenzen gemeinsam mit den Mitarbeitern realisieren können. Wie sie dadurch, dass sie Interesse zeigen, dadurch, dass sie respektvoll miteinander umgehen, dadurch, dass sie auch nach Lösungen suchen, nach gemeinsamen Lösungen, die die Interessen von Mitarbeiter und Organisation versöhnen oder zusammenbringen, was vielleicht nicht immer hundertprozentig funktioniert, aber dass einfach das Interesse daran da ist, auch die Akzeptanz. Ich sehe das, was dein Interesse ist. Ich sehe das, was unser Interesse als Organisation ist. Wie kommen wir da gemeinsam hin? Dass allein dieses intensive Auseinandersetzen sehr positive Ergebnisse zeigt, sowohl für die Zusammenarbeit der beiden untereinander, aber auch der Zusammenarbeit in der größeren Gruppe, zum Beispiel in der Abteilung, bis hin zur Zusammenarbeit in der gesamten Organisation und auch bei großen Organisationen. Da spielt diese besondere Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter
eine sehr grundlegende Rolle. Dazu muss ich aber als Führungskraft erkennen, dass das für mich eigentlich ein großer Vorteil ist, wenn ich zum Beispiel einen langgedienten Mitarbeiter im Unternehmen halte, weil, was ist der Vorteil? Ja, weil der weiß, wie man bisher erfolgreich geworden ist, weil er, wenn er sich weiterbilden konnte, auch weiß, wie man in neuen Situationen gemeinsam erfolgreich ist, weil der weiß, was schon mal funktioniert hat und was gerne in dieser Organisation noch nicht funktioniert und wo dann die Herausforderungen sind, weil einfach sehr viel fachliches Wissen da ist im idealen Fall und gleichzeitig auch Organisationswissen da ist. Was funktioniert bei uns wie? Wie kann ich etwas erreichen? Wen muss ich wie ansprechen, damit ich etwas erreiche? Das alles kann ich kennenlernen als Führungskraft und kann es auch erreichen, dass es umgesetzt wird. Denn hier haben Mitarbeiter ja viele Möglichkeiten, informell zum Teil, die Führungskräfte nicht unbedingt haben, weil es viele gewachsene Beziehungen und Bezüge gibt, wo man auch mal füreinander was macht, wo man jemanden auch unterstützt bei dem, was er oder was sie gerade machen darf, aber nicht ganz schafft, wo es zu Führung gute Konsequenzen gibt, die Führungskraft gar nicht alle überschauen kann, weil sie diese Bezüge und Beziehungen alle gar nicht so transparent kennt. Also man hat viele Möglichkeiten, Menschen zu bewegen, Dinge zu tun und einzubringen, die man nicht hat, wenn man nicht intensiv miteinander redet. Dann muss ich wahrscheinlich auch als Führungskraft erkennen, dass zum Beispiel Gruppen, also gemischte Gruppen, die aus älteren und jüngeren Mitarbeitern bestehen, im Grunde genommen sehr viel produktiver sein können, als wenn ich allen verschiedenen Gruppen nur ihren Bereich alleine überlasse. Im Idealfall ist das so. Und im Idealfall kann ich als Führungskraft auch etwas dafür tun, dass es so kommt. Indem ich beispielsweise Menschen in ihrer Arbeit dabei unterstütze, dass sie in regelmäßigen Abständen nicht nur etwas Neues lernen, also was aufnehmen, sich weiterentwickeln, sondern auch mit neuen Kollegen und Kolleginnen in Kontakt kommen, die nicht aus ihrer Altersgruppe sind. Und typischerweise gibt es in Organisationen manche Bereiche, die sind so silomäßig, das Marketing zum Beispiel, trau keinem über 30. Ja, so, es gibt so junge Abteilungen, dann gibt es ältere Abteilungen. Und das ist nicht gut für eine gute Zusammenarbeit, wenn es über mehrere Dimensionen so auseinandergeht. Also eine wäre Alter, eine weitere wäre Ausbildung. Da sitzen nur die Betriebswirte und in der anderen sitzen nur die Juristen. Eine dritte ist aber durchaus auch Geschlecht. Also da sind nur Männer, da sitzen nur Frauen. Und da ist die Vielfalt, die ich täglich lebe in der Organisation und die ich regelmäßig lebe, indem meine Arbeit sich verändert und auch meine Ansprechpartner sich verändert, wo ich immer wieder lernen kann, was Neues lernen kann, die ist sehr, sehr hilfreich. Und da können Führungskräfte schon sehr früh anlegen, dass Menschen weiter beweglich bleiben, dass sie interessiert bleiben an anderen. Eine andere Dimension, die eine Rolle spielt, ist, wenn Leute Kinder haben, die größer werden. Das sehe ich bei mir selbst. Meine Studenten und Studentinnen heute, die sind im selben Alter wie meine Kinder. Ich spreche ganz anders mit denen, ja, mit meinen Kindern, aber auch mit meinen Studenten und Studentinnen, weil ich ganz anders. Also mit ihren Professorkollegen. Ja, weil ich auch Brücken bauen kann, weil ich auch berichten kann, was machen meine Kinder eigentlich, welche Geburtsjahrgänge sind die. Und dann haben wir auf einmal eine ganz andere Basis, auf der wir sprechen können, weil dann auch deutlich wird, ich kenne mich da vielleicht nicht richtig aus, aber ich habe auch Erfahrung im Umgang mit eurer Altersgruppe. Und das Gleiche gilt umgekehrt für die Studis natürlich auch, wenn ich das mal so sagen darf, weil deren Eltern im Grunde meine Altersgruppe oder ein bisschen jünger sind. Und wir haben also gegenseitig Erfahrung, wie es ist, mit diesen anderen Leuten, die so anders aussehen,
doch zu kommunizieren. Und das regelmäßig in einer Organisation zu fördern, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Eine Organisation, die das über viele Jahre sehr systematisch gemacht hat, das IBM, alle 3 Jahre eine neue Stelle, ja, nicht einrosten in dem, was man tut, beweglich bleiben, auch zu lernen, dass man noch lernen kann, wenn ich in eine neue Situation gehe, dass ich mir das aneignen kann. Alles Aufgaben, die die Führungskraft hat. Ja. Und da geht es weit über Wissenstransfer hinaus. Da geht es darum, dass wir nicht verlernen zu kommunizieren und dass wir auch das Zutrauen zu uns selbst haben, dass wir in neuen Situationen in der Lage sind, die zu meistern und das zu lernen. Und dass wir immer noch weiter in der Lage bleiben zu lernen, wenn wir es auch trainieren zu lernen. Also wenn wir aufhören, uns weiterzubilden und was anderes lernen zu wollen, auch von anderen Menschen, dann habe ich ja gar nicht mehr die Traute und selber weiterlernen zu wollen und habe Angst davor, dass ich es vielleicht nicht mehr schaffe oder nicht mehr erlernen kann. Mir gefällt Ihr sportliches Bild des Trainings. Ja, denn das ist es im Grunde ja auch. Wir üben etwas ein, damit wir das nicht verlernen. Und nicht nur das, wir wollen ja auch besser werden. Ja? Und wenn ich diese Kompetenzen, die ich brauche, um neue Situationen zu bewältigen, immer wieder einübe, dann habe ich die. Dann bin ich zuversichtlich, wenn ich das geschafft habe, dass ich das auch beim nächsten Mal schaffe. Wenn ich aber silotechnisch immer das Gleiche mache mit denselben Leuten, dann geht das verloren. Dann habe ich auf einmal, jetzt bin ich auch mal plakativ, ja, die jüngere Belegschaftsgruppe, die IT-orientierter oder affiner ist als ich. Und dann soll ich das auch noch lernen, nachdem ich 10 Jahre nichts anderes gemacht habe, als das, was ich mache. Das ist schwieriger, als wenn ich alle 3 Jahre mich auf was Neues eingestellt habe. Und das gilt es als Führungskraft zu erkennen und rechtzeitig sozusagen in dem jeweiligen Unternehmen, in dem ich bin, das einzuführen und zu organisieren. Und solange es noch nicht vorhanden ist, empfehlen Sie, dass Sie das schleunigst beginnen. Aber genauso ist es, Herr Schüttler. Also nichts wie ran an das Thema Beweglichkeit, an das Thema Lernen, an das Thema Erfolg haben dabei, um auch Zuversicht zu haben für die nächste Seite. Und ich glaube, man kann das noch ausweiten. Ja, das ist ja nicht nur ein Thema, das die Führungskräfte in ihrem eigenen Verantwortungsbereich haben, sondern es ist ja ein Thema für die gesamte Organisation. Und Führung in der gesamten Organisation lebt dann auch davon, dass solche Formen von Führung in der Organisation auch erwartet werden, dass sie festgelegt werden in so etwas wie Leitbildern, wo es heißt, wir machen das bei uns so. Wir reden intensiv miteinander. Wir machen nicht nur Vorgesetzter jedes Jahr ein Rückmeldegespräch, ein Feedbackgespräch, ein Personalentwicklungsgespräch, Schluss, aus, einmal muss reichen, sondern wir bleiben im Gespräch. Wir interessieren uns füreinander. Und das fängt auch nicht an unbedingt auf der Ebene der Führungskraft mit den Mitarbeitern, sondern es fängt idealerweise ganz oben an. Das fängt da an, wo der Aufsichtsrat mit dem Vorstand redet und die Vorstände untereinander und die Vorstände mit ihren Direktoren oder wer auch immer dann da drunter sitzt. Also im Grunde von oben vorgelebt und auch kommuniziert, dass das ist, was wir erwarten, dass auch diese Veränderungen Teil dessen sind, was wir erwarten. Das ist gelebte Führung, die sowohl die individuelle Situation der Geführten mit berücksichtigt, als auch die Wertschätzung widerspiegelt. Das sind ja die beiden Kernfaktoren dessen, was wir uns hier als Führung anschauen, als auch begreift, dass Führung mehr ist als nur ein Lernen von bestimmten Kompetenzen, ja, oder ein Abspulen von bestimmten Kompetenzen, sondern ein sehr lebendiger Prozess auf allen Ebenen der Organisation. Ist das zu weit gegriffen, wenn ich sage, dass wenn ich als Unternehmen trainiert habe, dass meine Mitarbeiter ständig sich austauschen und untereinander lernen und überhaupt in der Lage sind zu lernen, dass sich solch ein Unternehmen insgesamt auch auf Marktveränderungen schneller einstellen kann als ein Unternehmen, das Sie gerade beschrieben haben, das sozusagen nur so in Silos denkt zwischen den verschiedenen Abteilungen? Das wäre die Vermutung, die ich hätte und die Hypothese, die ich auch hätte, dass man, wenn man sich auf veränderte Umfelder stärker einstellt, wenn man sich auf veränderte interne Themen stärker einstellt, wenn man lernt zu lernen, lernt sich zu verändern, dass das dazu beiträgt, dass man dann auch besser bei deutlichen Umweltveränderungen und
davon haben wir im Moment ja auch jede Menge, wenn wir nur daran denken, wie stark Technologie sich verändert im Moment, zumindest im Bürobereich, aber auch im Produktionsbereich, wie stark sich Altersstrukturen verändern in Organisationen, wie viel weniger Menschen in Organisationen kommen und die Frage kommt, wer macht denn die Arbeit von denen, wenn die nicht mehr da sind? Und was muss getan werden? Wie können wir das anders erledigen? Da brauche ich genau diese Flexibilität, um das weiter auch entwickeln zu können, um die Organisation weiter erfolgreich zu halten. Vielleicht können wir noch über einen Punkt sprechen, der damit zusammenhängt. Wie können wir diese Führungsthematik in Richtung Altersbilder, die Führungskräfte haben, wie können wir die so verändern, dass wir mehr Unterschiedlichkeit haben, mehr Vielfalt im Unternehmen haben? Und da wird ganz oft diskutiert, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man Trainings anbietet, wo man lernt, wie man mit Vielfalt besser umgeht. Mit Diversität besser umgeht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein. Der muss gleichzeitig aber eingebettet sein in eine Logik innerhalb der Organisation. Und da haben wir vielleicht auch eine kleine Verbindung zum Organisationsklima, nämlich einer Logik, wie gehen wir in der Organisation damit um, dass wir wertschätzend uns weiterentwickeln können. Und das Thema, das ist nicht damit getan, dass wir auf der untersten Ebene Kompetenzen üben, wie wir mit Menschen, die jünger sind, zusammenarbeiten können oder die älter sind, zusammenarbeiten können, sondern das ist, glaube ich, vor allem damit auch angefasst, dass wir diese Form von neuen Herangehensweisen an erfahrenere Kräfte, an ältere Kräfte, dass wir die grundsätzlich zur DNA der Organisation machen. Und das machen wir eben über Führungsleitbilder, das machen wir über eine Führungskräfteentwicklung, die das Thema als Teil dessen, was die Organisation ausmacht, immer mitnimmt und mitdenkt und sagt, wir alle sind Firma XY, Organisation XY und nicht nur eine bestimmte Altersgruppe und die anderen, da sind wir froh, dass wir die loswerden, sondern wir nehmen das wahr, dass wir für alle Lösungen finden in dieser Organisation. Und dann ist es etwas, das von oben bis nach unten durchdringen kann, eine Organisation durchdringen kann und Teil der gelebten Identität wird. Von Führungskräften vorgelebten Identität wird. Die Beispiele geben, auf die man sich berufen kann, die kommuniziert werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nochmal ergänzt, diese Sichtweise aus eher strategischen Unternehmensführung und aus der Führungskräfteausbildung, so dass wir die Rahmenbedingungen dafür haben, dass wir das wirklich umsetzen können in der Führung. Also alle Ebenen sind gefragt. Mhm. Und ich hatte es, glaube ich, beim letzten Podcast hatte ich mal diesen Spruch gebracht, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Und das ist in der Tat ja so, dass alle mitmachen müssen. Wenn sich der Abteilungsleiter XY etwas ausdenkt und das mit seinen Leuten macht, dann ist das toll für diese Gruppe. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Kollegen in der Breite der Organisation das auch mitmachen oder dass die Vorgesetzten das mitmachen. Die Glaubwürdigkeit steigt ungeheuer, wenn wir auch die Vorgesetzten und hierarchische Ebene mit einbeziehen können. Und dafür brauchen wir so ein Grundverständnis, das man sehr schön festschreiben kann in sowas wie Leitsätzen, und wo man sehr deutlich machen kann, wo kann die Reise hingehen und wie und wer macht es auch. Wie Sie schon gerade angedeutet haben, vom Vorstandsvorsitzenden bis zum, oder sogar vom Aussichtsrat bis hin runter zu demjenigen, der im Grunde genommen im Lager nur den Gabelstapler fährt. Ja, das ist ganz wichtig. Das haben wir in einem unserer Projekte, die wir für den LLB machen, in einer großen Organisation aus dem Gesundheitswesen. Da hat der Aufsichtsrat über mehrere Jahre mit dem Vorstand sehr intensiv diskutiert über den LLWI und über die Potenziale, die er hat, wenn er eingesetzt wird. Und jetzt machen wir in dieser Organisation ein flächendeckendes Projekt und wir schauen uns zusätzlich noch an, wie wirkt der LLWI auch bei jüngeren Mitarbeiterinnen, sind es da vor allem, also jüngeren Frauen, die da arbeiten im Gesundheitswesen,
können wir den nicht auch für Jüngere einsetzen, so wie wir es ursprünglich gedacht hatten für Ältere? Und ich bin sehr optimistisch, dass das funktionieren wird. Und das zeigt diese Bedeutung, die wir haben aus den Gesprächen auf der Top-Ebene von Aufsichtsrat zu Vorstand und die Bedeutung für die gesamte Organisation, die wir jetzt gemeinsam angehen können. So dass dieser LLWI also gar nicht mehr für das Later Work-Life nur herzuleiten ist, sondern für das gesamte Work-Life. Das ist die Zielrichtung, in der wir unterwegs sind. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie er dann heißt, kann ich nur gar nicht sagen. Also ich will ihm auch nicht vorweggreifen. Aber mit dem ersten L, da werden wir nicht mehr weit kommen. Ja. Aber in der Tat, die Frage, die bei uns eben auch aufgekommen ist, kam ursprünglich aus verschiedenen Kooperationsorganisationen, die gesagt haben, das ist doch für die jüngeren Leute genauso bedeutsam, was ihr da macht mit dem LLWI wie für die Älteren. Können wir das nicht auch für die Jüngeren nutzen? Und das Unternehmen oder die Organisation, über die ich gerade gesprochen habe, die sind nicht die einzigen. Wir machen das auch jetzt in einem Finanzdienstleistungsbereich und möglicherweise auch in der öffentlichen Verwaltung, wo wir das mal testen und mal sehen wollen, wie funktioniert das. Ja. Yeah. Angenommen, Sie sprachen eingangs von einer sogenannten Wertschätzung und erstmal jedes einzelne individuellen Mitarbeiterin in dem Unternehmen. Wie lässt sich auch hier der Erfolg messen? Lässt er sich an reinen Zahlen, an Kennzahlen oder am Unternehmensklima oder wie lässt sich das messen? Ja, auch da haben wir verschiedene Ebenen, die wir uns anschauen können. Und das erste ist, wie zufrieden sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit der Form der Kommunikation? Wie stark erleben sie Wertschätzung oder Respekt? Eine zweite mögliche ist, wie stark erleben sie das auch in Strukturen der Organisation? Also zum einen erst in der Kommunikation, dann in den Strukturen der Organisation. Und das Dritte wäre natürlich, trägt das auch dazu bei, dass die Organisation besser wird, dass die Organisation attraktiver wird, dass Menschen länger bleiben, dass man die Kommunikation untereinander besser funktioniert. Dass das dazu beiträgt, dass man Spaß hat in dem Unternehmen, mehr als man vielleicht früher mal hatte, da zu arbeiten, dass man aber auch sagt, in meine Lebensplanung, auch jenseits der Rente, da schließe ich mit ein als Option, da könnte ich ja vielleicht noch was mit der Organisation tun, weil da nehme ich was mit. Das macht mir Spaß. Da habe ich Sozialkontakte, da treffe ich Leute, mit denen ich gerne zusammen bin. Aber nicht nur als Museumswärter der Ausstellungsstücke. Sondern als jemand, der auch produktiv ist. Ja, und da nehme ich was mit, da nehme ich auch Geld mit natürlich. Ja. Aber ich nehme eben auch Dinge mit, die mich zufrieden machen, die mir Freude machen, wo ich mit Freunden was zusammen machen kann oder guten Bekannten, wo wir uns gemeinsame Ziele setzen und die gemeinsam erreichen. Das sind Dinge, die ich vielleicht in dem Leben nach der Organisation nicht mehr so habe, die ich aber vielleicht, weil sie mir Freude machen, gerne machen möchte. Und gleichzeitig möchte ich vielleicht das verbinden mit was anderem. Wenn ich mir anschaue, was machen viele Leute? Ja, viele reisen gerne nachher, brauchen dann natürlich Zeit, auch im Blog. Also vielleicht kann ich da eine Lösung finden für mich, wo beide etwas davon haben, sowohl die Organisation als auch die Person selbst und wo man aus beiden Welten das Beste für sich zusammenzieht. Und ich glaube, das könnte ein wirklicher Führungserfolg sein. Ja, wir reden ja über Führung, die das ermöglicht. Und das bedeutet eben auch, dass wir viel miteinander sprechen müssen und auch frühzeitig miteinander sprechen müssen. Aber über das Thema Ruhestandsplanung und was ich da mache. Da kommen wir später nochmal, genau. Ja, das sind eben Dinge, die hier auch eine große Rolle spielen. Wie kann ich so führen, dass beides sich entwickeln kann? Ja. Glauben Sie, dass es zulässig ist, dass ich daran erkennen kann, wie modern oder nicht modern ein Unternehmen ist, wie Mitarbeiter insgesamt miteinander umgehen? Vielleicht würde ich nicht modern sagen, vielleicht würde ich sagen, wie wertschätzend wir miteinander umgehen, wie respektvoll wir miteinander umgehen. Das, glaube ich, ist ein Qualitätsmerkmal von Organisationen. Und es wird auch sich, das ist meine Hypothese, sich zeigen darin, welche Erfolge Organisationen haben.
ob Organisationen zufriedene Mitarbeiter haben, wie lange die bleiben wollen, in welchen Formen sie zusammenarbeiten wollen. Wenn wir bei Bosch gucken, beim Management Consulting, dann ist das auch die Menschen, die da mitmachen, die sagen auch, ich bin gerne bei euch, weil sie könnten es ja nicht machen. Sie müssen es ja nicht machen. Sie wollen es ja tun. Sie könnten es auch übrigens für einen Wettbewerber tun. Ja, da haben wir genügend Fälle, wo Tech-Teams rausgegangen sind, Entwicklungsteams rausgegangen sind. Bei Automobilherstellern ist das ganz gut dokumentiert. Ja, da geht in China eine Führungskraft in Rente und die zieht dann ihr gesamtes Entwicklungsteam mit und geht zu einem chinesischen Hersteller von einem deutschen Automobilhersteller, der in China eine große Rolle spielt. Und das kann ja auch passieren. Aber dann habe ich was falsch gemacht als Organisation. Und ich denke, das kann man sehr gut erkennen, wie wir miteinander umgehen und auf welcher Basis wir die Brücken bauen zueinander, ob das rein finanzielle Basis ist. Oder nur einfach ein Sportgerät in die Ecke stellen und sagen, hier, ich habe was für euch was getan und beim nächsten Mal kriegt ihr noch eine Kaffeemaschine. Ja, oder ob wir eben wirklich uns persönlich auch kennenlernen, persönlich uns interessieren und gemeinsam Lösungen suchen. Das ist schon ein Unterschied und den merkt man im Umgehen im Unternehmen, aber dann eben auch an solchen Themen wie wer bleibt, wie lange, was macht man nachher. Und ich denke auch im Organisationserfolg. Aus all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist auch zu interpretieren, dass die Führungskraft für die Arbeitsgestaltung in einem Unternehmen verantwortlich ist. Sehe ich das richtig? Und ja, genau. Ja, absolut. Wir haben ja gerade versucht zu verstehen, wie das Verhältnis von Führungskraft und Mitarbeiter ist und wie das auch durch das Zusammenkommen der Sichtweisen von beiden, der Interessen von beiden, zu einer neuen Form der Zusammenarbeit führt, die auch Arbeit gestaltet. Das hat was damit zu tun, wann, wo und wie ich auch Arbeit mache. Und ich glaube, das wäre der nächste Schritt, wo wir da nochmal genauer hinschauen. Wie kann man sich das ein Stück systematischer anschauen? Und das werden wir in dem danach folgenden Podcast machen. So machen wir es. Eine Produktion der Schöttler Medien.